Einen wunderschönen guten Abend und herzlich willkommen zu unserer heutigen Live-Sendung im Rahmen von ÖRM TV am Vorabend des sage und schreibe 42. Ötztaler Radmarathon. 227 Kilometer, 5500 Höhenmeter und 4 Alpenpässe. All das gilt es morgen für über 4000 Teilnehmerinnen und Teilnehmer zu bewältigen. Wir senden heute live aus Sölden aus den wunderschönen Räumlichkeiten des Ötztaltourismus und liefern Ihnen in den nächsten 45 Minuten natürlich die wichtigsten Infos. Wir sprechen mit den Protagonisten, mit den Organisatoren, mit den Träumern und auch mit den Vorjahressiegern. Zunächst allerdings werfen wir einen Blick zurück auf gestern, auf den Freitag, denn da gab es den Bike for Help Prolog. 5.500 Euro wurden dabei für den guten Zweck gesammelt und natürlich gab es zwei hochverdiente Sieger. Ja, der Bike for Help Prolog, den führen wir jetzt zum vierten Mal als Auftaktveranstaltung. Das Beste daran ist, alles für den guten Zweck. Das Nenngeld wird zu 100% gespendet und kommt bedürftigen Familien zugute. Wir sind jetzt gestern erst mit der Ultra fertig geworden. Ja, Zeit zum Erholen war jetzt nicht viel, aber nein, mich motiviert es und ich habe immer noch Spaß dabei. Darum freue ich mich jetzt auch wieder auf den Prolog. Ja. Super anstrengend. Bin da kaputt. War anstrengend, aber machbar. War hart. Also wunderschöne Bilder vom Bike for Help Prolog bei wunderbarem Sonnenschein. Ja, und die Sonne scheint jetzt auch bei mir im Studio mit den nächsten beiden Gästen, die wir heute haben. Das ist zum einen der Geschäftsführer von Ötztal Tourismus, Oliver Schwarz. Oliver, danke, dass du dir Zeit nimmst. Und zum anderen ein Mann, den wir beim Ötztaler Radmarathon zumindest vor der Kamera noch nicht gesehen haben. Christoph Suhmann ist da. Grüß dich. Schön, dass ihr da seid. Oliver, Bike for Help Prolog, wir haben es gerade gesehen. Das Wetter spielt mit. Wunderschöne Bilder. Wie sehr freust du dich auf den morgigen Tag? Ja, es war eine coole Sache. Ich glaube, es ist ein guter Start immer für den Ötztaler. Ja, der morgige Tag, ich würde sagen, es ist alles angerichtet. Die Freude oder besser gesagt die Spannung steigt. Wir sind natürlich hoch motiviert und so wie es ausschaut, werden wir fast das gleiche Wetter haben wie gestern. Es ist ja ein neuer Termin. Also wir haben ja das Datum von Ende August vorverlegt auf Anfang Juli. Wie schwer war das für euch auch mit den Vorbereitungen? Ich meine, wettertechnisch natürlich ein Riesenglück diese Woche und ich glaube, dieses Jahr haben wir auch keinen Schnee am Timmelsloch. Ja, vielleicht ist noch ein bisschen was an Schnee übrig geblieben, müssen wir schauen. Aber natürlich, der neue Termin war Ansporn für uns auf der einen Seite, natürlich auch eine Challenge, es ein bisschen früher zu machen und am Anfang der Saison ursprünglich und die letzten Jahrzehnte war es ja immer am Ende der Saison. Christoph, du bist das erste Mal vor der Kamera mit dabei, bist aber ein passionierter Radsportler. Ich glaube 2015 selbst beim Ötztaler Radmarathon dabei gewesen. Jetzt hast du 3 Olympiamedaillen, 4 WM-Medaillen. Wie groß ist die Ambition, wenn es um Radsport geht? Sehr, sehr groß, weil
das Radlfahren, sei es Mountainbike oder das Rennradl, immer ein wichtiger Bestandteil war vom Training. Aber als natürlich als ehemaliger Wintersportler macht es mir jetzt gar nichts aus, wenn es irgendwo schneiden tät, oben im Joch. Also ich hätte da jetzt gar nichts dagegen. Das wär mein Terrain. Wir hoffen es nicht, Christoph. Aber du bist ja in einer ganz besonderen Funktion mit dabei. Das muss man vielleicht für die Zuschauerinnen und Zuschauer erklären. Du bist nämlich morgen unser Außenreporter und wirst knappe, würde ich mal sagen, 13 Stunden gemeinsam mit Oliver Schwarz im Auto unterwegs sein. Oliver, ein neuer Mann an deiner Seite. Ich glaube, das verspricht ein sehr lustiger Tag zu werden. Das kann ich da morgen sagen. Aber ich glaube, das wird eine Mega-Geschichte. Also mit Christoph da im Auto zu sein, ich glaube, wir haben uns viel zu erzählen und vor allem haben wir denjenigen, die am Livestream sind, glaube ich, relativ viel zu erzählen und ein paar lustige Anekdoten. Ich glaube, ich bin jetzt auch schon länger dabei und ich glaube, wir sind da ein ganz gutes Team. Mhm. Ja, ich glaube, es wird ein extrem spannender, langer Tag und wir werden uns gut verstehen. Wir werden mal ein paar Wuchtel drucken beim Fahren. Und wir dürfen so lang auf der Straße sein, bis der letzte Teilnehmer oder die Teilnehmerin im Ziel ist. Aber man darf nicht sagen letzte, sondern der Sieger der Herzen morgen über die Ziellinie fährt, dann werden wir noch über das Nimmersjoch begleiten, gell? Richtig, genau. Richtig auf pushen und dann ist unser Arbeitstag vorbei. Wie hast du dich vorbereitet, jetzt gar nicht so inhaltlich, aber auch was Nahrung betrifft, weil ihr seid ja relativ lange im Auto unterwegs. Ja, wir werden uns heute noch Pizza bestellen und morgen schauen. Aber es gibt eh genug Labestationen, ich werde Radeltrikot anziehen und zumindest so tun, als ob ich mitfahren würde. Ja, und hoffen, dass ich dort was kriegt. Ich glaube, jetzt haben wir 5 Tage keine Kohlenhydrate mehr gegessen und die letzten 2 Tage dann Carbo-Loading gemacht, also morgen sind wir voll da. Ihr seid voll fit. Wir freuen uns auf jeden Fall auf die Einstiege von der Strecke vom Sumi, der zusammen mit Oliver Schwarz unterwegs ist. Oliver, vielleicht noch abschließend die Frage, der Radmarathon, es ist einfach ein Mythos. Jeder will unbedingt mit dabei sein. Oft weiß man gar nicht, aber was hinter den Kulissen passiert. Und da sind ganz viele Helfer, die wirklich tagtäglich, ob sie Kuchen backen, die Strecken posten. Also es sind ganz viele auch von euch, von Ötztal Tourismus, die wirklich hart daran arbeiten, dass das Event ein ganz Besonderes wird. Ja, ich meine, der ganze Event ist natürlich keine One-Man-Show oder keine One-Woman-Show, das möchte ich auch ganz gerne mal loswerden. Also auch ein großes, riesengroßes Dankeschön an das ganze Team. Es sind über 1000 Menschen damit beauftragt, eigentlich morgen jedem Teilnehmer den schönsten Tag, den schönsten Sporttag seines sportlichen Jahres zu gewährleisten. Und ich glaube, da gehört ein großes Dankeschön gesagt. Also allen, die rundherum am Anfang oder besser gesagt vor dem Event, während des Events und auch im Nachgang damit beauftragt sind. Es ist ein unglaubliches Team-Event, es ist eine Teamleistung. Ein großes Danke dafür. Und den OK-Chef Dominik Kuhn, den sehen wir dann etwas später und zwar pünktlich um 19.30 Uhr zum Fahrerbriefing. Das gibt es übrigens dieses Jahr in 3 Sprachen, auf Deutsch, auf Englisch und auf Italienisch. Sumi, Oliver, ich darf mich bei euch bedanken. Wir freuen uns auf euch morgen. Wir gehen jetzt ganz kurz in eine kleine Werbepause und dann sind wir zurück mit den Vorjahressiegern. Wir sind wieder zurück im Studio bei unserer Live-Sendung am Vorabend des Ötztaler Radmarathons. Und jetzt sind Sie hier, die beiden Vorjahressieger, Katharine Rossmann aus Deutschland. Schön, dass du da bist, Katharine. Hi. Und Jack Berg aus Kanada. Jack, nice to have you here again. Thank you. Yeah. It's my favorite weekend. Glad to be back. I heard. Katharine, ich habe es gerade gesagt, Vorjahressiegerin. Wie viel Druck lastet auf deinen Schultern? Es geht ja an das Projekt Titelverteidigung morgen. Ja, also grundsätzlich geht es wirklich an das Projekt Titelverteidigung, aber ich versuche den Druck so weit es geht an mir abprallen zu lassen. Natürlich sind jetzt im Vergleich zu letztem Jahr all eyes on me, also es ist schon eine andere Aufmerksamkeit, die man hier hat, wenn man nach Sölden zurückkehrt als Siegerin vom Vorjahr. Aber ich versuche einfach das ein bisschen auszublenden, weil im Endeffekt
es ist Amateursport, es ist nicht mein Beruf. Ich will morgen einen schönen Tag hier verbringen, Spaß auf der Strecke haben, die 4 Alpenpässe wieder mit ganz viel Druck hochfahren und einfach einen tollen Tag verbringen. Und wenn es klappt, wieder als Erste nach Sölden einzufahren, wäre es natürlich ein mega Erlebnis wieder. Aber ja. Es geht auch darum, Spaß zu haben. Wir werden dir auf jeden Fall morgen wieder die Daumen drücken. Jack, maybe same question to you. You're the defending champion. How much pressure is on your shoulders? And have you even thought about it at all? Or are you just trying to have fun tomorrow? Yeah, it's kind of ruining my weekend. This always used to just be like a fun thing I do with my friends. And now it's like, oh, now there's pressure. Now I have to win again. So, no. Yeah, the last 3 weeks have been really good for me for training. Before that, I had some problems with, I had a couple bad crashes earlier this year where I really smoked my head. And then... Yeah, we can see your black eye still. Yeah, so the scar on my eye that I'll have for life, that's from January. Okay. And my face looked much worse then, so this is a huge improvement. But... yeah, I really smoked my head at a race in the U.S. earlier this year. And then when I got back to Austria, I was really having a hard time with concussion symptoms. And then I just had to stop for a bit and just actually let my body heal. But now everything's fine. And then so the last 3 weeks were really good. So I was starting at a low level. It's a lot better now. So hopefully it's enough. You said once that your two favorite days or the two best days you had in your life were skiing on a Christmas morning and the Ötztaler Radmarathon. Is it still true? Yeah, absolutely. Yeah, for sure. It's really first tracks on Christmas morning. You get bluebird skies, fresh snow. And yeah, this weekend. But yeah, everyone keeps putting all this pressure on me. It's not fun anymore. It's still fun. But it's still fun. That's what I was going to say. Katharina, letztes Jahr... ein unglaublicher Sieg von dir, was total spannend war. Und ich glaube, wir haben im Studio dann drüber gesprochen. Deine Jacke war die ganze Zeit offen bei der Abfahrt vom Timmelsjoch. Und dann haben sich der Patrick Grüner und die Experten schon gedacht, also ein paar Sekunden lässt sie da schon liegen, haben sich Sorgen gemacht. Und du hast gesagt, du kannst nicht beide Hände vom Lenker nehmen. Hast du das mittlerweile irgendwie gedeichselt oder sagst du, na, ich lasse die Jacke einfach zu dieses Jahr? Also dieses Jahr sind ja die Temperaturen deutlich höher. Deswegen will ich versuchen, ohne Weste zu fahren, um einfach das Risiko schon mal auszuschließen. Und das ist natürlich schon mal ein erheblicher Optimierungspotenzial im Vergleich zum letzten Jahr, um einige Watts schon mal zu sparen, die Weste daheim zu lassen. Und auch so glaube ich, dass ich im Vergleich zum letzten Jahr nochmal trainingstechnisch einiges draufpacken konnte und nochmal mit mehr Jahreskilometern hier nach Sölden anreise als sogar letztes Jahr im August. Und fühle mich super gut und hoffe einfach auf gute Beine morgen. Und dann wird der Rest sich schon von alleine ergeben, glaube ich. Mm-hmm. Jack, you always said you love Tyrol, you love Austria, you love those mountains. What is so special about the Ötztaler Radmarathon from your perspective? I mean, obviously the beautiful landscape, but there is something about it. We call it the myth of the Ötztaler Radmarathon. Can you also feel it when you're racing here? Yeah, for sure. We have nothing like this in North America. Like, we go crazy for hockey and basketball and football, but we don't have anything like this. I had no idea this race existed until 3 or 4 years ago. And then you come here and it's like, okay, this is nuts. This is so, you guys are crazy, but I love it. Like, everybody comes out for this. Everyone's cheering. Everyone's having so much fun. I'm like, this is great. Like, it's normally just me and like a couple of my buddies that are out type 2 fun suffering alone. And here it's everybody comes out to cheer. It's, yeah. We don't have anything like this in North America, so this is, I love it. It hasn't worn off on me. Ja, Katharina, was sagst du, wenn du sowas hörst? Es sind eben so viele Leute an den Strecken, jeder ist voll mit dabei. Das ganze Ötztal feiert diesen Ötztaler Radmarathon. Ist das auch für dich was Besonderes? Jetzt bist du ja bei vielen Rennen am Start und fährst mit. Ist es doch was Besonderes auch für dich? Ja, auf jeden Fall. Die 4 Alpenpässe, die man hier fährt und auch die Streckenlänge, das ist einfach was ganz Besonderes. Und das ist, glaube ich, auch für jeden, der auch vielleicht nicht so schnell fährt wie wir beide jetzt, eine extreme Herausforderung, einfach auch diese Distanz und auch die Höhenmeter zu schaffen. Und dann eben das Bergpanorama, was einen einfach überwältigt. Meine Begleitung ist heute nochmal das Timmelsjoch hochgefahren von beiden Seiten. Und auch er hat gemeint, das ist einfach atemberaubend. Und so ging es mir auch, als ich das erste Mal das Timmelsjoch gefahren bin. Dieses Bergmassiv, was sich da vor einem auftürmt und man 27 Kilometer da hochkraxelt und schon einige Kilometer in den Beinen hat. Und aber auch weiß, danach ist es geschafft. Das ist einfach ein unbeschreibliches Gefühl. Und umso schöner dann beim Runterfahren. Ja, natürlich. Jack, one moment I will never ever forget. You were the first over the finish line and I think then your saddle broke. Then your saddle broke. Can you just take us back there because it was such a special moment? Yeah, you know, it's not hard to remember because every single friend I have sends me this video. So it's, I really have clear memories of this. But I was, yeah, I
my saddle broke. It's like, I felt like if you ever go to a carnival and you know when you have like when you have like one of your teachers, like it's a fundraiser for your school. I don't know if you guys do this, but we do this in North America. You have like one of your teachers they really don't like. They go in the dunk tank and you have to throw the baseball at the thing and hit it. And we don't have that. No. Oh well, this is a popular game. If someone hits the baseball and they hit the target, then the seat blocks. Oh yeah. And then your teacher drops into the dunk tank of water. We actually do have that. Yeah. So this is what it was like. It's like I went to throw my arms up in there and then poof. Something on my saddle broke. Well, like, well, we hope it's not going to happen tomorrow, and we can't wait to see the two of you at the Ötztal Radmarathon. Jack, thank you so much. Katharina, vielen, vielen Dank. Wir drücken euch die Daumen. Alles, alles Gute für morgen. Dankeschön. Yeah, thank you. Ja, und es gab noch zwei Amateursportler, die hatten eine ganz, ganz große Chance. Und zwar durften die mit einem wirklich herausragenden Coach trainieren, und zwar den ganzen Sommer lang vom Team Bora Hans Grohe. Das war Heli Dollinger, der sportliche Leiter, und der war mit den beiden unterwegs und wir haben sie begleitet nach Spanien. Radeln ist Sache wie Trainingspläne schreiben, fällt mir gerade auf. Mein Name ist Helmut Dollinger, ich bin einer von 6 Coaches bei Bora Hans Grohe und habe heuer die spezielle Aufgabe, auch 2 Ötztal Radmarathon-Starter zu coachen. Was machen wir da? Wir holen eigentlich die Annalena und den Fabian aus dem Wintertraining ab und haben eigentlich so den ersten Radschwerpunkt, dass wir einfach eine Woche lang radeln mit Pro Cycling Spots Gruppe mit 5 richtig anspruchsvollen Radtouren. Ja, das Ziel dieser Woche für die Athleten, für die Annalena und für den Fabian, ist definitiv, dass sie schon einen richtigen Impact haben, dass sie einen richtigen großen Load haben aufs Radlfahren bezogen, weil die haben ja jetzt brav zu Hause der Fabian heute auf Zwift trainiert. Die Annalena wiederum hat sehr viel alternativ trainiert. Es ist halt die Kunst, dass man die Woche natürlich gut ausnutzt, aber es soll natürlich auch nicht zu einer Überforderung führen. Also ich trainiere die beiden ja jetzt schon circa seit 3 Monaten und ich darf sagen, dass sich beide eigentlich sehr gut entwickeln. Sitzen super am Radl, wirklich einen sehr guten Eindruck von den beiden gewinnen können. Die Emotionen, wenn die beiden ins Ziel kommen, die werden sicher riesig sein. Es werden vielleicht Freunde oder der Partner da sein und man denkt eh schon, man schafft es nicht. Und dann schafft man es und man rollt Richtung Sölden und es sind x-tausend Leute da, die diese Leidenschaft mittragen. Und ich kann mir vorstellen, dass da ganz grobe Emotionen geben wird. Bei den Sportlern, aber auch bei den Angehörigen und wahrscheinlich bei mir als deren Coach auch. Also Heli Dollinger, der sportliche Leiter vom Team Bora Hans Grohe, scheint hochzufrieden zu sein mit seinen 2 Schützlingen und die beiden sitzen jetzt hier bei mir im Studio. Annalena, Fabian, herzlich willkommen bei uns. Hallo. Hallo, hi. Ja, schöne Bilder, die wir da gesehen haben. Jetzt erzählt mal, wie waren die letzten Wochen und Monate für euch? Ja, die letzten Monate und Wochen waren sehr, sehr anstrengend, intensiv. Wir haben sehr, sehr viel trainiert auf den morgigen Tag hin. Ja, war sehr, sehr anstrengend, aber natürlich hat es auch sehr, sehr viel Spaß gemacht. Also ich muss wirklich sagen, war sehr intensiv, aber auch schön. Seid ihr da auch wirklich an eure Grenzen gegangen? Hat es Tage gegeben, wo du dir gedacht hast, ach, hätte ich mich da nie angemeldet? Ja, hätte ich mich nie angemeldet, wahrscheinlich nicht, aber ab und zu denkt man sich schon, wow. Heute ist wieder ein Zachertag, heute geht es nicht so leicht und warum tue ich mir das Ganze an? Ich hoffe, ich kriege morgen die Antwort dafür. So ist es, morgen um 6.30 Uhr am Start. Fabian, freust du dich schon auf morgen? Wie groß ist dann vielleicht auch die innere Anspannung, wenn man weiß, man hat jetzt so lange auf dieses Ziel hintrainiert? Freuen, definitiv. Der Respekt ist allerdings auch da vor dem Tag morgen. Die letzten Monate waren sehr intensiv. Helmut hat uns super vorbereitet, würde ich sagen. Ein paar Rückschläge kamen bei mir dazwischen mit Erkältungen, was jetzt in den letzten 8 Wochen nicht so optimal ist, weil man da eigentlich in der Höchstform ist und nochmal den Feinschliff macht. Aber ich freue mich riesig auf den Tag morgen und bin einfach gespannt auf die Atmosphäre und freue mich und mache das Beste draus. Ja, und Heli Dollinger bzw. das Team Bora Hans Grohe hat euch eingeladen zur Giro d'Italia. Unglaublich. Ich glaube, Fabian, du warst ja leider krank zu dem Zeitpunkt, warst dementsprechend nicht mit dabei. Aber Annalena, wie war es für dich? Ja, es war natürlich mega spannend, da hinter die Kulissen zu schauen vom Bora Hans Grohe Team. Mit den Vollprofis unterwegs zu sein, wie das Ganze funktioniert. Also hat einen spitzen Eindruck hinterlassen bei mir und vor allem
wie das Ganze funktioniert. Das schaut im Fernsehen ganz anders aus, wie es tatsächlich dann im Team abgemacht wird oder abgesprochen, dass eigentlich das ganze Team für einen Profi hinzuarbeitet. Das war wirklich sehr, sehr spannend und aufschlussreich. Ein tolles Erlebnis. Ich möchte mich nochmal bedanken für die Einladung beim Ötztal-Tourismus. Also war spitzenmäßig. Wir freuen uns natürlich auf morgen. Sprechen wir vielleicht über das Rennen. 6.30 Uhr geht es los, der Start hier in Sölden. Wie viele Leute habt ihr denn mitgenommen? Freunde, Familie, wer ist alle mit dabei, Fabian? Ja, bei mir kamen tatsächlich einige aus Stuttgart mit und freut mich riesig, meine Familie hier zu haben. Meine Freundin ist da, Schwiegermutter in Spee ist da, quasi alle, um mich zu unterstützen und supporten. Ein Freund wird mit dem Fahrrad anreisen, wegen dem ich überhaupt am Gewinnspiel teilgenommen habe. Finde ich auch klasse. Der hat mich auch in den letzten Trainings immer super unterstützt. Wir haben einige Kilometer zusammen abgespult. Und ja, so die Unterstützung hier vor Ort zu haben, ist auf jeden Fall klasse. Es gibt nochmal ein paar Watt. Und natürlich auch, wenn man dann dran denkt, vielleicht aufzugeben, pusht man auf jeden Fall nochmal weiter. Mhm. Annalena, bei dir sind auch viele mitgekommen? Ich bin ja von Sölden, nicht viele mitgekommen, sondern alle da. Viele kommen noch heute an, viele Freunde und haben natürlich morgen auch einige Freunde und Familienmitglieder auf der Strecke stehen, die uns dann supporten. Die sehen dich ja schon seit einigen Wochen und Monaten auf den Plakaten, nämlich vom Ötztaler Radmarathon. Ja, genau. Also immer wieder. Immer wieder. Habt ihr euch eigentlich eine Zielzeit vorgenommen? Hat es der Helmut mit euch durchgesprochen, was möglich wäre? Oder also geht ihr ganz ohne Vorgabe in die Sache rein? Vorgabe schon. Mein Ziel ist tatsächlich einfach, vor dem Besenwagen zu bleiben, durchzukommen und zu finishen. Das erste Mal jetzt beim Ötztaler dabei und ansonsten eigentlich eher ein Hobbysportler, schön Wetterfahrer am Wochenende und jetzt in der kurzen Zeit die Vorbereitung rein gepresst. Von daher, ich will einfach ankommen. Das Pacing sagt tatsächlich irgendwas zwischen 10 Stunden 30 und 11 Stunden. Wenn ich das schaffe, wäre es natürlich ein Traum. Jetzt sind gerade die Vorjahressieger da gesessen. Wenn die so erzählen, da wird der sportliche Ehrgeiz schon ein bisschen geweckt, oder Annalena? Ja, natürlich. Ich bin von Herzen Sportlerin und logisch werde ich morgen mein Ehrgeiz auch an den Tag legen. Ja, schauen wir, was sich ausgeht. Ziel wäre natürlich unter 10 Stunden. Schauen wir, wie es mit der Hitze morgen läuft. Ich bin gerade nicht so hitzeresistent, muss ich sagen. Ich mag lieber die Kälte, vor allem wenn ich aufwärts fahre. Ja, Ziel ist unter 10 Stunden. Ich hoffe, ich schaff's. Wir freuen uns auf jeden Fall auf euch, Fabian, Annalena, alles, alles Gute. Wir drücken die Daumen für morgen und wir sehen euch dann, wenn ihr wieder wohlbehalten im Ziel zurück seid und unsere Kollegin Liz Puschern euch mit offenen Armen empfängt. Dann kommt ihr gleich zu uns herauf ins Studio und wir freuen uns, was ihr dann zu erzählen habt. Ja, und es gab noch andere Amateursportler, die ihren großen Traum vom Ötztaler Radmarathon unbedingt verwirklichen wollten. Und die haben es geschafft in das Träumerprogramm. Und worum es dabei geht, das sehen wir jetzt. Ich bin Matthias, bin Lokführer bei der ÖBB. Mir taugt der Job voll. Du kommst viel um und um. Das Schichtarbeiten ist natürlich auch ein Traum, weil du unter der Woche sehr viel Freizeit hast. Ich bin der Philipp, bin tätig bei der ÖBB, beim betrieblichen Wagendienst. Und ich bin dort verantwortlich, dass der Güterverkehr reibungslos überläuft. Psst, die anderen schlafen noch alle. Während die Jungs sich noch einmal umdrehen und ein Röntchen schlummern, habe ich meine erste Runde auf der Trainingsrolle schon absolviert. Ich bin der Robert Moser, fahre jetzt seit 20 Jahren Ötztaler Radmarathon, das heißt, ich habe 8-mal daran teilgenommen. Bin meine beste Zeit 2012 gefahren, 9:31, und jetzt habe ich mir gedacht, wo ich 60 Jahre geworden bin, muss ich meinen Traum endlich einmal umsetzen und unter 39 fahren. Der Grund, warum wir da mitmachen, das ist irgendwie die eigenen Grenzen ausloten, echt ans Limit gehen. Also es ist sicher so, dass man in gewissen Situationen sich richtig quälen muss, dass es richtig hart wird, glaube ich. Und man muss halt mit der Situation nachher irgendwie umgehen lernen. Und ich glaube, das ist irgendwo auch der Reiz dahinter, dass ich sage, ich will das probieren, ich will an meine Grenzen gehen. Es ist schon wahnsinnig viel zu tun. Den Haushalt schmeißen, mit Wäsche waschen, Staubsaugen, kochen, die Arbeit und dazu das ganze Training. Für Pausen bleibt mir eigentlich keine Zeit. Ich glaube, das ist gescheiter, wenn man das jetzt noch nicht so öffentlich sagen, weil
dann wird der Druck gleich höher und das macht es nicht gerade einfacher. Warum machst du das eigentlich? Warum tust du dir das eigentlich an? Weil ich persönlich diesen Kampf mit mir gerne mag und mir einfach gerne beweise, dass ich Grenzen überschreiten kann und dass ich viel, viel mehr kann, als man sich eigentlich zutraut. Das ist ein Reiz, das will man spüren, das will man erleben. Da bewegt sich einfach etwas. Das sind sie also, unsere vier Träumerinnen und Träumer, die morgen beim 42. Ötztaler Radmarathon um Punkt 6.30 Uhr am Start stehen werden. Einer davon ist jetzt hier bei mir im Studio und das ist Robert Moser. Robert, danke, dass du dir die Zeit für uns nimmst. Sehr gerne. Wie geht's dir denn? Du warst ja schon 7 oder 8 Mal mit dabei beim Ötztaler Radmarathon und dieses Mal hast du dich über das Träumerprogramm angemeldet bzw. per Video beworben. So ist es ganz genau. Das hat man mir herangetragen, dass ich das machen könnte und haben mir gedacht, das ist eine Chance, das versuche ich jetzt einfach mal. Ist vielleicht ganz witzig und das hat tatsächlich hingehaut, ja. Aber wie gesagt, das 8. Mal wird es jetzt sein und ja, die Nervosität steigt aber trotzdem zunehmend. Es ist nicht so, dass man bis gelassener wird oder sonst was, aber die Atmosphäre da saugt man auf und ist wunderschön. Wie war das bei dir mit der Bewerbung? Man schickt ja ein Video von sich selber, erzählt, warum man diesen Traum vom Ötztaler Radmarathon in deinem Fall zum wiederholten Male leben will und wird dann ausgewählt oder eben nicht. Ja genau, es ist ja so, man hat die Möglichkeit gehabt, da ein kurzes Video von sich aufzunehmen, hat man einsenden können und irgendwann hat man eine Antwort bekommen und plötzlich bin ich einer von diesen dreien gewesen. Was macht denn für dich den Mythos Ötztaler Radmarathon aus? Es ist egal, mit wem man spricht, mit welchem Breitensportler, es ist einfach was ganz Besonderes und ich glaube, ein Traum für jeden Radsportler in Österreich. Absolut, ist meiner Meinung nach ist es die Mutter aller Radmarathons nach wie vor und immer schon gewesen. Es gibt mittlerweile sehr viele schöne Radmarathons, aber es kommt nicht an den Ötztaler heran, definitiv nicht. Es ist alleine, wenn man nach Sölden reinfährt, immer so ein familiäres Verhältnis. Man kennt mittlerweile viele Leute natürlich, aber es ist, wie gesagt, es lebt das ganze Tal und das macht es, glaube ich, das Ganze aus. Das erlebt man nicht woanders. Und wir haben ja auch schon in den letzten Jahren diese Geschichten der Träume immer wieder verfolgt. Wir werden natürlich auch euch vier morgen verfolgen mit den Kameras. Ihr kommt dann auch zu uns ins Studio. Hast du dir eine Bestmarke oder eine Zielzeit gesetzt? Weil du warst ja schon des Öfteren dabei. Was war denn deine Bestzeit bis jetzt? Genau, meine Bestzeit habe ich 2012 gefahren mit 9,31 und das würde ich morgen einfach gern toppen. Aber ob es gelingt, ist eine andere Frage. Oberste Prämisse ist gesund ins Ziel kommen. Durch das, dass ich öfters gefahren bin, weiß ich, was mir ein bisschen erwarten wird in Moos und in St. Leonhard. Da wird es sehr, sehr warm werden. Und es gilt halt vielleicht morgen noch vernünftiger, sich einzuteilen und ja, viel trinken und essen. Ja, das ist wirklich ein Thema morgen. Es soll relativ warm werden. Wie viel hast du dabei? Hast du dir schon überlegt, wo du wann stehen bleiben wirst? Ja, das habe ich eigentlich schon. Das ist eigentlich ganz gut. Die Strategie ist so, dass mehrere Leute an der Strecke stehen und mich versorgen werden. Dort mit Wasser, mit Gels und so weiter. Es gibt da drei Punkte und ab mir auf dem Pass heißt es dann nur mehr durchkommen. Aber da gibt es ja dann eine wunderbare Laube in Schönau und das kann man ja auch alles nutzen noch. Du hast gesagt, du hast Leute an der Strecke stehen. Wie viele seid ihr und wer ist alle mitgekommen? Die sind jetzt an der Strecke stehen, also dreimal. Es ist Innsbruck, Brenner und Jaufenpass sind Leute positioniert. Insgesamt sind wir jetzt da ein Teilnehmerfeld von Freunden, Bekannten, von gute 10 Leuten. Und jetzt die Nacht vorher, es ist schon was ganz Besonderes. Morgen der Start relativ früh. Wie gehst du es heute Abend an? Was isst du und vor allem, wann gehst du ins Bett? Also jetzt werde ich anschließend gleich Nudeln essen gehen, eine kleine Portion. Dann würde ich mich noch ein bisschen ums Fahrrad kümmern, Nummer montieren und so weiter. Und dann hoffe ich, dass der einzige Unterschied stattfindet zu den anderen Ötztalern, dass ich wirklich gut schlafen werde. Weil bei den ersten habe ich überhaupt nicht durchgeschlafen. Also es kann nur besser werden, Robert. Kann nur besser werden, ja, genau. Wir freuen uns natürlich auf dich, auch auf die anderen Träumerinnen und Träumer. Alles, alles Gute für morgen und ich hoffe, wir sehen uns dann in alter Frische abends hier bei uns im Studio. Super, danke vielmals. Ja. Danke noch einmal an Robert Moser. Wir gehen jetzt in eine ganz, ganz kurze Werbepause und sind gleich zurück mit unserem großartigen Moderatorenteam.
Und wir sind wieder zurück im Studio von unserer Live-Sendung von ÖRM TV im Rahmen des 42. Ötztaler Radmarathon, wo natürlich viele Helfer mit dabei sind, hinter den Kameras, an der Strecke, auf den Motorrädern, in der Regie, aber auch vor der Kamera. Und diese Damen und Herren, die sind jetzt bei mir im Studio zu Gast. Ich muss sie eigentlich fast gar nicht mehr vorstellen, weil jeder kennt sie. Stefan Steinacher wird morgen hier bei mir im Studio sein. Christoph Sumann, wie gesagt, als rasender Reporter eigentlich unterwegs. Liz Puschon ist im Zielbereich und wird die Teilnehmerinnen und Teilnehmer in die Arme schließen. Und Patrick Grüner, der Mann für Sportliche, auch hier bei uns im Studio. Herzlich willkommen. Es ist total schön, wenn nicht einmal ihr redet, sondern endlich nur ich reden darf. Stefan, vielleicht gleich die erste Frage an dich. Morgen ein langer Tag, das wissen wir, 15 Stunden Live-Sendung. Wie sehr freust du dich auf morgen? Extrem. Wir waren jetzt sehr, sehr viel unterwegs und haben immer wieder über genau diese Übertragung gesprochen. Das war in den vergangenen Jahren, letztes Jahr, absolutes Highlight für uns alle. Wir haben ein großartiges Team hinter uns, die Wochen und Monate diesen morgigen Tag vorbereitet haben. Also es ist irgendwie ähnlich wie bei den Sportlern. Morgen zählt es und morgen wird geerntet, aber die Arbeit für diese Ernte, die dauert schon sehr, sehr lange. Und Stefan Steinacher sehen wir übrigens gleich noch einmal, und zwar um Punkt 19.30 Uhr beim Fahrerbriefing für alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer. Das Ganze nicht nur auf Deutsch, sondern wird auch ins Englische und ins Italienische übersetzt. Also um 19.30 Uhr unbedingt heute einschalten beim Fahrerbriefing. Liz Puschan wird, wie gesagt, bei den Teilnehmern im Ziel sein. Und Liz, das ist eigentlich der allerbeste Job von allen, oder? Extrem. Also ich freue mich riesig, dass ich da heuer mit dabei sein darf, dass ich Teil von diesem großartigen Team und dieser Veranstaltung sein darf, weil wir haben morgen die großartige Aufgabe, die über 4000 Helden wirklich alle wie einen Helden zu feiern. Und ich freue mich da auf die richtig coolen Geschichten, weil jeder Einzelne, wir haben jetzt schon ein paar Geschichten gehört von den Träumern, wie bereitet man sich vor von unseren Gewinnern, die eben Rennradprofis auf Zeit sein durften jetzt in der Vorbereitung auf diesen Ötztaler Radmarathon. Und morgen sind wir dran und wir dürfen die noch einmal ins richtige Licht rücken. Und da freue ich mich riesig drauf. Liz, vor 2 Jahren durfte ich ja deinen Job im Ziel machen. Und ich weiß nur noch eine Geschichte, da war, ich glaube, sie hat Frau Inge Pfeiffer geheißen, hat ihre Altersklasse, das wird so um die 65 bis 70 gewesen sein, gewonnen und ist, glaube ich, nach 13 Stunden ins Ziel gekommen. Und es war unglaublich kalt, Schnee am Timmelsee auch, und sie hat gesagt, das war das Beste, was ich in meinem ganzen Leben gemacht habe. Und das sind eben diese Emotionen beim Ötztaler Radmarathon, die unvergleichlich sind. Christoph, du triffst natürlich auch die Teilnehmerinnen und Teilnehmer auf der Strecke. Wie sehr freust du dich auch auf diesen sportlichen Ehrgeiz, aber auch auf die Freude der Fahrerinnen und Fahrer? Ja, für mich natürlich was Neues. Zum ersten Mal dabei. Deswegen habe ich auch noch keinen Sitzplatz. Die Olympiamedaillengewinner, die stehen standesgemäß bei uns. Ich freue mich riesig, vor allem einmal hinter den Kulissen. Ich bin jetzt selber schon gefahren. Ich weiß, welche Strapazen auf die Radlfahrer zukommen werden. Morgen warm ist auch noch dazu. Das heißt, es werden sich Dramen abspielen. Und bei diesen Dramen, da will ich dabei sein. Christoph, der Grund, warum du stehst, ist, dass du der Fitteste von uns bist, vielleicht mit Ausnahme des Mannes zu meiner Rechten, Patrick Grüner. Du wirst hier bei uns im Studio sein und natürlich das Renngeschehen live kommentieren, und ich glaube auch für dich immer ein ganz besonderer Tag im Jahr, oder? Ja, unbeschreiblich eigentlich. Ich freue mich jetzt, ja, dass ich dabei sein darf. Ich freue mich, wenn der Martin Böckli mich anruft, du bist dabei, und ja, dann kann ich nicht Nein sagen, bin gerne da, und jetzt mache ich das schon doch ein paar Jährchen. Und ich freue mich auch schon wieder extrem auf morgen. Und wenn man so sieht, wie es im Sölden hier zugeht oder im Ötztal, sagen wir mal, wirklich Atmosphäre, Gänsehaut pur. Also kann losgehen. Wir haben ja ein dicht gedrängtes Programm morgen im Studio. Wir werden die Träumer natürlich willkommen heißen, die Radprofis auf Zeit, wie du so schön gesagt hast. Natürlich auch andere Fahrerinnen und Fahrer, die Siegerin, den Sieger. Wir werden Organisatoren da haben. Also es wird uns, Stefan, morgen mit Sicherheit nicht langweilig werden im Studio. Na, du hast erwähnt, knapp 15 Stunden mit vielen Informationen, vor allem aber mit vielen Geschichten, hat ihr auch die Liz erwähnt. Jeder der 4000 ist eine Heldin, ein Held, und das macht eben diese Veranstaltung so besonders, dass nicht nur der Erste, der Zweite, der Dritte die Helden sind und gefeiert werden, sondern das ist immer einzigartig, wenn auch der Letzte zum Beispiel oder die Letzte ins Ziel kommt. Das ist etwas, was wir alle in dieser Art und Weise eigentlich so nie haben, und für das steht auch der Ötztal. Und völlig egal, wo man in den Orten hereinfährt ins Ötztal, überall lebt man den Ötztaler, und ja, das ist das Geniale, oder? Ja, absolut. Und wie gesagt, ich spreche aus Erfahrung. Ich habe auch gelitten, und ich kann wirklich nur den Hut ziehen von jedem
Teilnehmer, der da wirklich da die Ziellinie erreicht. Du, übrigens, wir beide könnten ja auch aus Erfahrung sprechen, weil wir stehen auf der Startliste oben, oder? Zumindest beim Meeting heute stand unsere Nummer. Hast du das auch bekommen? Ja, ich habe ein Foto mit unserem Namen auf einer Startnummer gesehen. Mega. Aber Stefan, ich kann leider nicht am Start stehen, morgen um 6:30 Uhr. Ich bin nämlich hier im Studio. Abgesehen davon würde ich es wahrscheinlich nicht mal bis ins Kühtal schaffen. Aber das überlasse ich den Profis auf den Rädern. Liz, auf was freust du dich denn morgen ganz besonders? Vielleicht ja auf den letzten Teilnehmer oder die letzte Teilnehmerin. Der Sumi wird den letzten oder die letzte ins Ziel begleiten und zu dir bringen. Ich bringe sie wohlbehalten zu dir. Ich werde sie vom Team auch begleiten, Begleitschutz. Gell? Ich werde sie in Watte packen und dann werde ich sie dir auf der Ziellinie überreichen. Dann werde ich sie auffangen. Aber wenn du fragst, worauf ich mich am meisten freue, es war eigentlich heute schon die Anreise da rein in das Tal. Man hat schon ein bisschen Schlangenlinien fahren müssen, weil sehr viele Radsportler natürlich noch draußen unterwegs runter und wieder rauf. Aber man hat irgendwie schon so das Gefühl, man ist Teil von dieser Ötztaler Radmarathon-Familie. Und das hat mir heute eigentlich schon sehr viel Gänsehaut beschert. Ich möchte dazu sagen, mit euch zu arbeiten macht da immer relativ sehr viel Spaß. Aber natürlich sind es morgen, glaube ich, die Gänsehautmomente vorm Start, wenn man sieht, wie die Amateursportler sich vorbereiten, wie dann dieses kollektive Einklicken in diese Pedale passiert und die dann da rausgehen und wenn man dann eben einen nach dem anderen wieder willkommen heißen darf. Also ich glaube, das wird ein Tag mit sehr vielen Highs, sage ich mal. Und hoffentlich, die Lows werden wir unsere Athleten drüber schupfen. Patrick, vielleicht die letzte Frage an dich, weil du bist der Einzige von uns, der sich wirklich auskennt. Was sind deine letzten... und das Sumi natürlich. Patrick, was gibst du den Teilnehmerinnen und Teilnehmern mit auf den Weg? Was sind deine allerletzten Tipps für morgen für den Ötztaler Radmarathon? Ja, ich glaube, die Fahrerinnen und Fahrer sind alle super vorbereitet, die wissen genau, wie es läuft. Ich sage, morgen wird sicherlich sehr interessant oder auch sehr speziell das Wetter. Es wird extrem heiß sein. Da ist sicherlich sehr wichtig, nicht zu überpacen, speziell jetzt am Anfang ins Kühtal. Und dann, wenn wir Richtung Süden, Richtung Brenner, Jaufen, Dimmelsjoch kommen, ist einfach ganz wichtig, viel trinken und auch viel essen, dass das ja alles passt, weil ich glaube, morgen... Ich schätze mal 34, 35 Grad, was es gemeldet hat. Also wer da vergisst zu trinken, für den wird das, glaube ich, ein Horrortag. Vielleicht gehen wir noch mal ganz kurz auf das Programm morgen ein. Wir sind morgen ab 6.15 Uhr live auf Sendung bei ÖRM-TV. Das Ganze dann ja über 15 Stunden lang. Wie gesagt, wir werden Kameras auf den Strecken haben mit unseren Motorradfahrern. Sumi ist draußen unterwegs. Wir haben Außenreporter im Ziel mit Liz Buschan. Und wir sind natürlich hier im Studio und werden ganz, ganz viele spannende Interviewgäste begrüßen. Noch einmal der Aufruf an Sie, 19.30 Uhr, das Fahrerbriefing für alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer mit Dominik Kuhn und Stefan Steinacher, das Ganze auf Deutsch, Englisch und Italienisch. Ich darf mich gemeinsam mit euch verabschieden. Wir freuen uns wahnsinnig auf morgen, auf den 42. Ötztaler Radmarathon, gemeinsam mit Ihnen, entweder im Sattel oder vor den Bildschirmen. Bis dahin wünschen wir Ihnen eine gute, angenehme, vor allem lange Nacht. Bis morgen.